Hallo ihr Lieben, heute erzähle ich euch ein bisschen was über den Giersch, den wahrscheinlich viele von euch nur als lästiges Unkraut kennen. Dabei ist er seit Jahrhunderten in der Volksheilkunde wirklich sehr viel genutzt und in der Küche ist dieses tolle Wildgemüse echt sehr, sehr lecker und vielfältig einsetzbar. Wie könnt ihr ihn also erkennen? Das ist wichtig, dass ihr ihn gut erkennt, weil er gehört zur Familie der Doldenblütler. Da gibt es ja einige hochgiftige Exemplare. Aber das ist ganz einfach. Ich zeige euch das mal. Hier gibt es ein Gierschblatt, was schon ein bisschen größer ist. Es ist dreigeteilt, deswegen heißt es auch Geißfuß. Und in der Mitte sind oben das Hauptblatt mit drei Blättchen und an der Seite sind immer noch zwei kleine Blättchen mit jeweils nochmal zwei bis drei Blättchen. Er ist gezackt an den Rändern und komplett unbehaart. Wenn ihr ihn pflückt und umdreht, seht ihr, dass der Stängel dreieckig ist und er hat oben so eine kleine Rinne. Ich habe euch bei dem Blogbeitrag auch noch ein Makro davon gemacht, dass ihr diese Rinne mal sehen könnt. Wenn ihr auf all diese Dinge achtet, könnt ihr ganz sicher sein, es ist der Giersch. Wie könnt ihr ihn nun verwenden? Wenn die Blättchen noch ganz klein sind, und das sind sie hier eigentlich alle, dann sind sie noch so ganz hell und glänzen und sind oft auch noch so ein bisschen gefaltet, das seht ihr vielleicht an diesem Blatt, dann schmeckt er einfach echt lecker roh im Salat wirklich oder als Pesto, im Quark, im Smoothie oder im Saft. Den könnt ihr wirklich so verwenden wie Petersilie oder Möhrengrün. So ähnlich schmeckt der auch. Der ist ja wirklich und der wächst ja so toll. Das heißt, ihr habt da immer ordentlich Masse von. Wenn er älter ist, dann werden die Blätter viel, viel größer und auch dunkler. Dann schmeckt er uns meistens nicht mehr ganz so toll, weil das dunkle Blattgrün ein Zeichen für viel Bitterstoffe ist. Und er ist dann aber natürlich gesundheitlich für uns ganz toll und dann könnt ihr ihn verwenden wie Spinat oder Mangold. Das heißt in der Quiche, in der Suppe, in der Lasagne, in der Gemüsepfanne, immer noch im Smoothie, wunderbar. Wirklich viele, viele Möglichkeiten. Da verwendet ihr ihn, sagte ich glaube ich eben schon, wie Spinat und Mangold. Überall da, wo ihr die beiden benutzt in der Küche. Wie viele unserer Wildkräuter ist auch Giersch voller toller Inhaltsstoffe. Der hat extrem viel Vitamin C, viel, viel mehr als unser Kulturgemüse und sehr, sehr viel Eiweiß. Er ist außerdem voll von Vitamin A und hat viel Magnesium, Kupfer, Zink, Mangan. Wenn ihr irgendwie an den Giersch rankommt, dann nutzt dieses tolle Wildgemüse und erntet euch richtig eine ordentliche Schüssel und lasst ihn euch schmecken. Und morgen könnt ihr dann wahrscheinlich schon wieder ernten gehen. Viel Spaß dabei!